Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher auf der Tribüne. Im Januar 2005 ist das entscheidende Gesetz der Agenda 2010 in Kraft getreten. Vorher und danach gab es viel Widerspruch, Demonstrationen, Mahnwachen, Aktionen auf allen Ebenen. Das Gesetz wurde gegen den immensen Widerstand durchgezogen. Die Arbeitslosenhilfe wurde abgeschafft, mit der Sozialhilfe zusammengelegt. Es wurde pauschaliert, zusätzliche Leistungen sind nicht mehr möglich, das Sanktionsregime wurde ausgebaut, wirksame arbeitsmarktintegrierende Maßnahmen wurden abgeschafft. Danke schön. Es ist jetzt 15 Jahre her. Seitdem müssen Menschen darunter leiden. Was haben Sie, ich meine die Parteien, die dieses Gesetz, diese Ungerechtigkeit eingeführt haben, und die Parteien, die nichts für ihre Abschaffung getan haben, den Menschen damit angetan und den Familien, die Angst haben, in diese Situation zu kommen? Was haben Sie dem Arbeitsmarkt und den sozialen Sicherungssystemen in diesem Land angetan? Heute konnten Sie das Ergebnis aus der Presse erfahren. Der Deutsche Paritätische Verband hat den Armutsbericht veröffentlicht. Und da können Sie sehen, Hessen, die hessische Armutsquote liegt zum ersten Mal über dem Bundesdurchschnitt bei 15,8 und ist im ständigen Steigen begriffen. Seit 2005 haben wir ständig steigende Armutsquoten, nicht nur in Hessen, sondern in der ganzen Bundesrepublik. Das stimmt. Die soziale Absicherung ist damit nicht nur löchrig geworden, sondern zerrissen. Menschen können sich die notwendigen Medikamente nicht mehr leisten. Sie können nur noch wenige Monate von dem Geld in öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Der Anteil an Energie ist viel zu gering bemessen, sodass jährlich etwa 35.000 Menschen nur allein in Hessen ohne Strom in ihrer Wohnung sitzen. Eltern können von diesem Geld keine Windeln mehr kaufen. Der Satz für Lebensmittel ist viel zu gering abgesetzt, sodass man sich nicht wundern muss, dass diese ungesunde Ernährung auch zu Erkrankungen führt. Es ist viel zu wenig Geld für Kleidung, gerade für Jugendliche da, viel zu kein Geld für Brillen, kein Geld für einen Personalausweis, kein Geld für Besuch bei Verwandten, nicht mal zu einer Beerdigung kann man fahren. Mit den Sanktionen von über 100 verloren viele ihre Wohnungen und haben heute hohe Schulden bei den Krankenkassen. Besonders bitter ist es, dass damit viele Jugendliche von Anfang an aus dem Sozialsystem gekippt wurden. Wie eine Hartz-IV-Empfängerin sagt, Hartz-IV bedeutet große Armut. Man lebt am Abgrund. Am aktiven Leben teilzunehmen ist in keinster Weise mehr möglich. Und was sollte Hartz-IV denn alles bewirken? Es sollte zur Vollbeschäftigung führen. Langzeitarbeitslosigkeit sollte damit vermieden werden, eine schnelle und passgenaue Vermittlung in Arbeit ermöglichen und eine ausreichende materielle Absicherung abhängig vom Bedarf ermöglichen. Aber das ist alles, was in der Gesetzesbegründung steht. Lassen Sie uns untersuchen, wie die Realität zu diesen Zielen sich dasteht. Gehen wir zum ersten Ziel der Vollbeschäftigung. Vollbeschäftigung würde bedeuten, dass es genauso viele Arbeitssuchende wie Arbeitsplätze gibt, bzw. eher ein paar weniger Arbeitssuchende, da ja nicht jeder Arbeitsplatz zu jedem passt. Wie sieht es aus? In Hessen waren es im November 2019 208.000 Personen, die arbeitslos sind. Da fehlen diejenigen, die aufstocken müssen, weil ihr Einkommen nicht für den Lebensunterhalt reicht. Da fehlen diejenigen, die keinen Anspruch auf SGB-II-Leistungen und nicht den Mut haben, einen Antrag zu stellen. Demgegenüber stehen gerade einmal 54.000 Arbeitsplätze. Das heißt, das Ziel der Vollbeschäftigung ist vollkommen verfehlt worden. Steigende Beschäftigungszahlen gehen auf gute wirtschaftliche Lage, aber nicht auf die Drangsalierung der Menschen im Leistungsbezug zurück. Das zweite Ziel war die Verhinderung der Langzeitarbeitslosigkeit. 42 der Langzeitarbeitslosen sind aber jetzt schon länger als 4 Jahre im Bezug und über 1 Million bundesweit und mehr als die Hälfte seit Einführung des Systems auf Leistungen angewiesen. Auch hier deutlich, Ziel wurde verfehlt. Die passgenaue und schnelle Vermittlung in Arbeit war das dritte Ziel.
Die faktische Vermittlungsquote der Arbeitsverwaltung bei arbeitslosen Hartz-IV-Beziehern liegt bei lediglich 5%. Zu einem Drehtüreffekt möchte ich nichts weiter ausführen. Das kann man sich aber vorstellen, wenn eine Vermittlung in Arbeit vorwiegend in Leiharbeitsfirmen erfolgt. Die ausreichende materielle Absicherung war das vierte Ziel, abhängig vom Bedarf. Die Regelleistungen schützen allerdings in keiner Weise vor Armut. Wir hatten mehrere Phasen, wo das Minimum heruntergerechnet worden ist. Eigentlich müsste es mindestens 37% höher sein. Ich will hier nur ein Thema herausgreifen von vielen anderen, sonst müsste ich bis zum Ende des heutigen Tages zu Ihnen sprechen, weil es gibt wirklich sehr viele Beispiele. Es geht um die Lücke bei den Wohnkosten. Es gibt viele Kommunen, die mit allen möglichen Argumenten begründen, warum sie nicht bereit sind, die Mietkosten, die am Markt vorhanden sind, zu übernehmen. Wenn die Tür dann zu ist, geben einige durchaus zu, dass das Sparmaßnahmen sind. Im Jahr 2018 fehlten einem Fünftel der Bedarfsgemeinschaften in Hessen, also fast 40.000, 38,5 Millionen Euro in einem Jahr. Das heißt, jede Bedarfsgemeinschaft hat auf dem Konto jedes Jahr 1.000 Euro weniger gehabt, weniger zum Essen, zum Kleiden, zur Teilhabe. Und innerhalb von 7 Jahren ist dieser Betrag um 50% gestiegen. Hier ist eigentlich die Aufsicht des Landes über die Jobcenter gefragt. Und dies gilt ganz besonders bei den Bedarfsgemeinschaften für Kinder. Dazu gehört zu dem angeblichen Bedarfsorientierten, dass die Nichtanspruchnahme von Leistungen nach SGB II und auch SGB XII nach verschiedenen Schätzungen bundesweit bei 43-56% liegt. Das heißt, viele gehen überhaupt nicht zu den Ämtern, weil sie sagen, sie werden dort nur drangsaliert oder sie schämen sich dafür, dahin zu gehen. Die in der Gesetzesbegründung genannten Ziele waren also nicht die ehrlichen, die wirklichen. Es war vielmehr so, wie Schröder in seiner Rede in Davos sagte, wir haben unseren Arbeitsmarkt liberalisiert, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt. Da kann man nur sagen, ein voller Erfolg. Fast ein Viertel der abhängig Beschäftigten arbeiten heute für Niedriglohn. Und mit Hartz IV wird dieser Niedriglohn subventioniert. In Hessen müssen 27% der SGB II-Bezieher trotz Erwerbstätigkeit aufstocken. Da sind sicher auch viele Busfahrerinnen dabei. Das sind ungefähr 75.000 Personen. Und knapp 10.000 mussten Hartz IV beantragen, obwohl sie in Vollzeit arbeiten. Das kenne ich aus dem Kreis Groß-Gerau. Da haben wir es alleine schon. Bei uns im Kreis sind das schon mehr als 1.000 Leute. Und da bestätigt sich meine Annahme deutlich. Dort, wo Billiglohn gezahlt wird, gibt es besonders viele Menschen, die trotz Vollzeit aufstocken müssen. Und das sagt uns auch der Armutsbericht, dass er Parität heute deutlich. Innerhalb von 10 Jahren ist die Armut gerade in der Region Starkenburg in Hessen am stärksten gestiegen. Und das kann man sich am Frankfurter Flughafen lebhaft angucken. Da kann man nämlich die Ergebnisse der Genderpolitik vor eigenen Augen sehen. Die Arbeitsverträge haben sich dort massiv geändert. Wenn ich jetzt nur bei den Lufthansa herausgreife, das Fraport wäre genauso möglich, da fing es zufällig 2004 mit Outsourcing an. Dann kam eine Tarifnullrunde und bei der LSG Sky Chefs, die daraus erwachsen ist, ein Absenkungstarifvertrag. Die Arbeitssituation mit prekären Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit, Minijobs und Arbeit auf Abruf mit 40-Stunden-Verträgen im Monat ist Normalität im Unternehmen. Die Mitarbeiter leiden unter diesen Arbeitsbedingungen und dem Druck, den das Unternehmen bewusst schürt. Ein Kollege hat sich sogar nach diesen Schikanen das Leben genommen. Ein Teil des Unternehmens ist jetzt verkauft worden. Aber es ist egal. Es gibt alle Betriebe dort, haben ein Einstiegsgehalt von höchstens mal 1.400 € netto. Damit kann man sich im Raum Frankfurt keine Wohnung mehr leisten und auch keine Familie ernähren. Und somit
sehen Sie deutlich, und das passt auch hervorragend zu der Diskussion, die wir vorher zu den Busfahrern und den Tarifverträgen haben. Sie haben die Beschäftigten unter einen so massiven Druck mit dieser Agendapolitik gesetzt, sodass sie bereit sind, zu allen möglichen Bedingungen zu arbeiten. Sie haben sie so unter Druck, und die Angst vor Hartz IV, vor den Sanktionen von Hartz IV, setzt die Menschen dermaßen unter Druck, dass es für die gewerkschaftlichen Organisationen auch ganz schwierig ist, inzwischen die Tarifautonomie wahrzunehmen. Sie sind diejenigen, die die Tarifautonomie ad absurdum führen, an die Wand führen. Das ist das Problem. Und jetzt wollen Sie nicht einmal, dass wir darüber reden. Das ist wirklich eine perfide. Frau Böhm, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, ich denke, wir brauchen unbedingt, also Hartz IV muss unbedingt abgeschafft werden. Dieses Gesetz gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Es hat uns lang genug drangsaliert. Wir brauchen unbedingt eine sanktionsfreie und bedarfsorientierte Mindestsicherung. Liebe SPD, und da reicht es nicht, auf Hartz IV neue Etiketten zu kleben und dazu Bürgergeld zu sagen und statt der Eingliederungsvereinbarung eine Teilhabevereinbarung zu verordnen. Wir brauchen einen tatsächlichen Politikwechsel in dieser Frage. Danke sehr.